Hallo ihr Lieben, heute ist der letzte Oktobertag, der 31. Oktober, der Halloween-Tag, dieses Samhain-Fest, was uns in den 1. November hinein begleitet, wo wir uns ganz stark mit unseren Ahnen und Ahninnen verbinden, mit Leben und Tod, mit Sterben und Geburt. Und dieser 1. November, der morgen beginnt, oder wenn du es später anhörst, der begonnen hat, hat zum einen natürlich diese Energie dieses Novembers, den er einleitet, auch diese Skorpion-Energie, die er mitbringt, noch einmal mehr, also diese tiefe Ebene zuzulassen, uns in der Tiefe zu begegnen, in diese Finsternis hineinzugehen, in diesen Schatten, um durch auch dieses Licht zu entdecken, um die Balance zu schaffen. Und zum anderen ist es für die Kelten der Neujahrsbeginn. Also das heißt, dieser 1. November hat mehrere Bedeutungen und auch mehrere Aspekte. Und ich habe am 1.1.2021 ein Jahreschanneling gegeben, wo es für jedes Monat sozusagen eine Botschaft gegeben hat, was auch in diesem Büchlein steht. Vielleicht haben es eh schon mehrere zu Hause. Und dieser Monat wird begleitet von den Botenengeln, der uns einladen möchte, uns mit dem Begriff Bote zu sein, Botin zu sein, wieder anzufreunden, der uns daran erinnern möchte, diese Energie des Vermittelns wieder in uns aufzunehmen und uns zu erinnern, dass wir eine Botin, ein Bote des Erdenreiches und des Himmelreiches sind, dass wir Vermittler sind zwischen beiden Welten und dass es in diesem Monat ganz stark um die Balance geht. Balance zu halten, auch Balance zu finden zwischen dem Spiel von Schatten und auch vom Licht, zwischen diesem Spiel von Männlichkeit und von Weiblichkeit. Und er sagte, dort, wo Verhärtungen sind, dort, wo im Moment sich ganz starke Fronten gebildet haben, wo es keine Auswege zu scheinen gibt, dort sind wir gefragt jetzt. Er sagte sogar, dort bist du, lichte Schwester und lichter Bruder, gefragt. Und diese Botenengel berühren in diesem Monat ganz stark unsere Lungenflügel und lässt dieses Licht des Ausgleichs hineinfließen, weil unsere Lungenflügel schon seit längerem immer wieder gefordert sind, auch ein bisschen die Energie der neuen Zeit einzuatmen, doch auch ein bisschen diese Ebene dieses Vertrauens in meine eigenen Flügeln zu finden, in mein eigenes Boten und Botinnen sein und in die Klarheit, was möchte ich vermitteln? Was möchte ich in diesem Leben vertreten? Für was stehe ich? Und deshalb können wir uns immer wieder vorstellen, dass dieses Licht der Balance in unsere Lungenflügel einströmt, dass es dort Ausgleich schafft, unsere Lungen sättigt, also mit Sauerstoff sozusagen versorgt, auch kräftigt für diesen Monat und für das, was kommt. Und dass es darum auch geht, dass wir diese Balance auch finden, wann bin ich zuständig für etwas und wann kann ich es ganz in der Verantwortung der anderen überlassen. Dieser Monat ist auch nochmal begleitet von dem Mondstein. Also dieser Mondstein hilft uns auch nochmal in unserer Intuition zu vertrauen. Er stärkt unsere weiblichen Sinne und er ist einfach ein weiblicher Stein, unabhängig ob wir Mann oder Frau sind, der einfach unsere weibliche Energie, unsere weiblichen Ressourcen noch einmal berührt und auch beflügelt. Und dieses Feld des Novembers bringt natürlich auch immer wieder einige Herausforderungen mit sich, weil es sich einfach zuspitzt. Und wenn die geistige Welt so von Balance spricht und von den Lungenflügeln, von dem, wo es auch darum geht, sich zu öffnen, sich noch einmal neu zu positionieren, so den eigenen Weg der Klarheit zu fokussieren,
dann wissen sie meistens, dass wir diese Qualitäten so sehr brauchen und benötigen, weil es im Außen einfach sich auch so dementsprechend zeigt, was diese Aspekte in uns fordert. Und Botin und Bote zu sein, ist im Grunde genommen ein sehr wertvoller Job, den wir angeboten bekommen, wo wir uns selbst damit belohnen, weil der Bote und die Botin uns zu uns selbst zurückführen. Und dort, wo Schatten ist, ist auch Licht. Dort, wo Spaltung ist, ist auch Verbindung. Und dort, wo Ungleichgewicht ist, ist auch Gleichgewicht. Und dieser Bote vermittelt. Und so kannst du immer wieder dieses Botenlicht von Himmel und Erde in deiner Vorstellung, in deine Lungenflügel fließen lassen, sie dort ganz weit öffnen, um einfach ganz klar durch diesen Novembermonat zu gehen. Du kannst ein Segenslicht entzünden morgen, du kannst deine Ahnen und Ahninnen einladen, auch noch rückwirkend, um sie einfach ein Stück weit mitzunehmen in diesen Monat, damit auch das ganze Ahnenlicht von hinten durch dich strahlen kann und das erhält, was einfach verdunkelt wurde. Und so möchte ich uns Mut machen, dass wir trotz allen Widerständen, trotz allen Umständen diese Botenenergie und uns bewahren, einen Mondstein bei uns tragen, der uns einfach auch wie ein kleines Navigationssystem dient, wohin unser Weg geht. Einmal der individuelle und einmal natürlich auch der kollektive Weg. Und ja, wir sind dann fast schon am Ende dieses Jahres und kommen dann natürlich wieder in ein neues Jahr, in ein Jupiter-Jahr. Und ich bin schon ganz neugierig, was die geistige Welt uns dann am 1. November von diesem neuen Januar, von diesem neuen Jahr erzählen wird. Doch bis dahin dürfen wir uns einfach treu bleiben, uns vertrauen und Vermittler und Vermittler der Erden- und Himmelsreiche sein. Alles Liebe, danke fürs Zuhören und eine wunderbare, gesegnete Novemberzeit. Möge das Licht durch und um uns herum leuchten. Alles Liebe.